Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie wieder zu Buchenaus Autorentalk. Und heute mit einer wunderbaren Kollegin, Margit Lievers. Schön, dass du da bist. Danke, Peter. Freue mich sehr. Sehr, sehr schön. Du hast dir ein wunderbares Buch geschrieben. Reden ist Silber. Freireden ist Gold. Ja, ist ja da erschienen im, es musst mir helfen, wie hieß der Verlag nochmal? Sorriso Verlag. Sorriso Verlag, richtig. Mhm. Und wie kamst du auf die Idee, dieses Buch zu schreiben? Die Zuschauer und Zuhörer hier bei Würzburg Radio. Was würdest du denn gerne auf den Weg geben? Vorne in meinem Buch ist ein Zitat von Hildegard von Bingen und die hat mal gesagt, ich habe alles in mir, wodurch ich wirken kann. Und das ist das, was ich den Menschen auch immer mitgebe. Wir haben schon alles in uns, um wirken zu können. Wir wissen nur manchmal noch nicht so ganz genau, wie wir das jetzt wieder nutzen können, wie wir das nach vorne bringen. Das heißt, es ist alles schon in uns angelegt. Und die Kunst ist jetzt einfach, das wegzulassen, was wir nicht brauchen und das hervorzuholen, womit wir gerne leben und arbeiten möchten. Und das ist so meine Botschaft. Besser hätte ich es nicht sagen können. Ein ganz, ganz tolles Zitat. Und dann würde ich nur sagen, toi, 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 mach weiter so, geh deinen Weg weiterhin. Und nochmal hier, Reden ist Silber von Margit Lievers. Und meine Damen und Herren, wenn Sie wieder Lust haben, anzuschauen, Buchenaus Autorentalk, nächsten Sonntag wieder 21 Uhr. Bis dann, beste Grüße.